Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, letztes Wochenende haben wir uns mal wieder auf Spurensuche begeben und haben uns mal ein bisschen die Zeit vertrieben in einem ehemaligen Baumarkt. Und da würde ich sagen, bleibt am besten mal eingeschaltet und begleitet uns mal auf unserem Trip. Bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video schauen wir uns mal einen ehemaligen Praktikermarkt an. Praktikerbaumärkte, Gartenmärkte und so weiter und alle diese Tochtergesellschaften sind wahrscheinlich noch bekannt. Die meisten kennen diese ganze Geschichte mit Insolvenz und so weiter und so fort. Auf Wikipedia gibt es da doch recht inhaltliche Beiträge zu dieser ganzen Geschichte. Ich zitiere da mal einen Teil daraus, dass ihr so ein bisschen wisst, worum es sich da handelt. Ich habe da ja auch nicht alles im Kopf und Wikipedia ist dann eine ganz nette Sache. Die Praktika AG war eine börsennotierte Dachgesellschaft mehrerer Baumarktketten in Europa. Vertriebslinien im Hauptmarkt Deutschland waren Praktika und Extra Hobby und Bau. Außerdem zählte hier Max Bar dazu. Das Unternehmen erwirtschaftete zuletzt mit rund 20.000 Mitarbeitern etwa 3 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr und hat durch seinen Werbeslogan 20% auf alles Bekanntheit erlangt. Diese 20% auf alles Geschichte außer Tiernahrung ist jedem bekannt und nach wie vor stellt sich einem immer die Frage, wie kann denn das eigentlich sein, dass man hier ständig 20% auf alles gibt? Oder war das, glaube ich, bloß mittwochs oder montags? Na, das weiß ich nicht mehr so genau. Vielleicht wisst ihr das ja noch, wann es denn tatsächlich 20% auf alles gab. Außer Tiernahrung. Das 1978 gegründete Unternehmen wuchs im Gegensatz zu den meisten seiner deutschen Konkurrenten durch den Ankauf verschiedener kleiner Baumarktketten und Baustoffhandlungen heran. Dazu kamen in den 1990er Jahren die Expansion in den neuen Bundesländern und ins europäische Ausland. Nach dem Rückzug der Metro AG als Allein- bzw. Mehrheitsgesellschafter in den Jahren 2005-2006 geriet das Unternehmen zunehmend in eine existenzielle Krise und schrieb über die Jahre hohe Verluste. Hohe Verluste bedeutet hier, also ich habe da mal nachgegoogelt und das sind so im Schnitt so eine halbe Milliarde Euro, die man so im Verlust gemacht hat jedes Jahr, also das wuchs dann immer mehr heran, am Anfang waren es 190 Millionen, später dann weit über 500 Millionen Euro. Trotz intensiver Bemühungen und erheblicher Finanzspritzen griffen die Restrukturierungsversuche jedoch nicht. Am 10. Juli 2013 erklärte sich das Unternehmen für überschuldet und zahlungsunfähig. Am darauffolgenden Tag stellte man dann beim Amtsgericht Hamburg den Insolvenzantrag für alle Tochtergesellschaften und Praktika selber. Dazu zählen 8 verschiedene Baumärkte, Baumarktteile der Praktika AG und die will ich jetzt hier nicht näher erläutern. Wen das genau interessiert, der kann ja gerne mal auf Wikipedia schauen, da stelle ich euch gerne mal den Link rein. Der Insolvenzantrag für die Praktika AG wurde am 12. Juli 2013 beim Amtsgericht Saarbrücken gestellt. Praktika teilte mit, der Betrieb aller Baumärkte solle uneingeschränkt aufrechtgehalten werden. Das Auslandsgeschäft war von der Insolvenz jedoch nicht betroffen. Am 25. Juli 2013 wurde berichtet, dass auch Max Bar Insolvenz angemeldet hatte. Die Praktika und Extramärkte wurden am 30. November 2013 endgültig geschlossen. Im darauffolgenden Februar kam auch Max Bar dazu. 2016 erwarben der Unternehmer Christoph Kilz und Dirk Oschmann die Namensrechte und eröffneten unter praktika.de einen Baumarkt-Online-Shop, der allerdings mit dem früheren Unternehmen Praktika gar nichts zu tun hat. In dem hier gezeigten Objekt war nicht nur der Praktika drin, sondern auch verschiedene andere Unternehmen, zum Beispiel auch eine Solarfirma und zwischendurch war hier auch ein Nagelstudio mit drin. Ich kenne das noch von früher, auch ich glaube ein Küchenstudio war hier mit untergebracht und verschiedene andere Firmen wechselten hier mal hin und her. Auch ein Bistro war hier drin, das haben wir an den Briefkästen gesehen. Ja, letztendlich steht das Ganze heute leer. Ab, ich glaube, 2014 oder 2015 hat man das Ganze zwischendurch mal für 3 Jahre für eine Flüchtlingsunterkunft genutzt. Was davon übrig ist, sehen wir heute. Der Laden ist leer.
überall Kabelklau und Zerstörung und Graffiti. Als wir die größeren Baumarkthallen betraten, haben wir solche Personen live erwischt und da könnt ihr gerne mal eure Kommentare runterschreiben. Was würdet ihr tun, wenn ihr Kabeldiebe und Graffiti-Sprayer live in einer solchen Location findet? Wir haben dann mehr oder weniger so reagiert, dass wir die Leute in Ruhe gelassen haben. Der eine war ziemlich auf Drogen und der andere sah aus, als ist er nur mit. Wir haben sie in Ruhe gelassen, wir haben uns kurz mit ihnen unterhalten, dass alles cool ist. Trotzdem war die ganze Geschichte uns nicht so ganz geheuer und wir waren dann auch froh, dass wir wieder draußen waren. Die Spuren aus der Zeit, als diese Location hier ein Flüchtlingsheim waren, sind nach wie vor allgegenwärtig. Überall befinden sich noch Aufkleber bzw. Piktogramme, wo man beten kann, wo man auf Toilette gehen kann, wo Ruheräume sind für Frauen, für Kinder. Das Objekt wurde übrigens zwischenzeitlich von XXXL Möbel gekauft und die haben dort vor, wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft mal was zu errichten. Aktuell sieht es nicht so aus, als wird man hier was bauen, aber man hat sich das Grundstück auf jeden Fall erstmal gesichert. Was damit zum jetzigen Zeitpunkt passiert, ist der Firma schlichtweg einfach egal. Das muss man einfach an der Stelle so sagen. Das soll es dann gewesen sein vor diesem Video. Ich verabschiede mich jetzt noch mit ein, zwei Bildern und ja, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielleicht schaut ihr euch auch ein paar Videos an, die ihr bisher noch nicht gesehen habt auf unserem Kanal. Vergesst nicht den Like-Button. Bis dahin, macht's gut und ciao. We'll be right back.